und starten hier ins Spiel und machen sofort mal weiter. Ich habe offscreen was entdeckt, was das letzte Mal im Stream komplett übersehen habe, nämlich genau das hier. Ein Spiegel, den man mal entnehmen kann. Jetzt können wir hier mal durch. Schauen wir mal. Oh, da steht hier die Lady. Wir trauen uns gerade mal. Da ist sie verschwunden. Von hinten. Wie unfair. Wie unfair. Ich habe doch einen Spiegel dabei. Damit können wir sie besiegen. Glaube ich zumindest. Dann erwischt sie uns eiskalt von hinten. So. Sehr ordentlich. So, da steht die Dame. Die Madame. Dann müssen wir erstmal hin. So, jetzt müssen wir aufpassen. Dass wir uns nicht von ihr. Ja, so. Gehst weg. Sehr gut. Wenn was zu laut ist für euch, wenn was zu leise ist für euch, schreibt es mir in den Chat. Jetzt muss ich reagieren. Verschwinde. Oh, oh, sie ist noch da. Schnell den Spiegel wieder greifen. Nur so können wir sie besiegen mit dem Spiegel. Wo ist sie? Wo ist sie? Ich will nicht sterben. Weicher. Haust ab. Kriegen wir die irgendwie besiegt, oder? Muss jetzt auf ewig mit dem Spiegel umherrennen. Wo bist du? Ha! Huh, ha! Du kriegst mich so gleich nicht. Da bist du. Da bist du. Verschwinde. Und was machen wir? Können wir sie besiegen? Oder wie? Was ist jetzt hier? Scheint jetzt hier so eine Art Bosskampf zu sein. Ich weiß nicht, ob wir sie irgendwann endgültig besiegen. Oder wie das jetzt ist. Wir scheinen sie jetzt endgültig besiegt zu haben. Oder zumindest erstmal aufgehalten zu haben. Okay, sie liegt am Boden. Wir liegen auch am Boden. Ich bin mir nicht sicher, ob ja, okay. Ich riskiere es mal und bewege mich auf sie zu. Das ist vielleicht nicht die intelligenteste Idee, aber... Gut, das scheint jetzt hier gerade verlangt zu sein vom Spiel. Na. Töte uns nicht. Okay, wir töten sie. Okay. Ich kann mich nicht bewegen. Und was passiert? Oha. Aha. Was passiert mit uns? Wo sind wir? Was machen wir hier? Oh, okay. Die Räume der Madame. Da
Das ist wirklich ein bisschen creepy. Ich wollte gerade sagen, wir müssen anfangen zu sprinten. Aber ja gut. Die können uns jetzt nicht mehr so viel anhaben. Tja. Wer wagt es, sich nach mir auszustrecken? Wer mich ansieht, wird sterben. Ihr wollt mich essen. Da habt ihr es. Oh, Modi spielt Skyrim. Ja, sehr gut. Ins Licht. Ab ins Licht. Ist das schon das Ende? Sind wir am Ende angelangt? Die Räume der Herren haben wir abgeschlossen. Errungenschaft freigeschaltet. Okay, das sieht doch stark nach dem Ende aus. Kommen wir jetzt in Freiheit? Haben wir uns den Weg ins Licht gebahnt? Ist dies das Ende unserer langen, beschwerlichen Reise? Oh, da kommt ein kleiner Gnom entlang spaziert. Tatsache. Da haben wir das Ende erreicht. Und da haben wir die Credits des Spiels. Ja, das Ende des Streams ist das noch nicht. Das Ende des Let's Plays ist das auch noch nicht. Ja. Wir spielen gleich mit den DLCs weiter. Wir machen sofort nahtlos weiter mit den DLCs. Heute noch. Da gibt es noch was. Gibt es noch eine DLC-Geschichte. Wie schon mehrfach gesagt in den letzten Streams, in den letzten Parts. Aber das war's jetzt erstmal mit der Geschichte von der kleinen Six. Da haben wir das Hauptspiel, die Hauptgeschichte durchgespielt. Ja. Haben wir's fertiggebracht. Einmal mit der Six das Abenteuer durchgespielt. Ja. Das war Little Nightmares. Also, an sich war das jetzt Little Nightmares. Das Hauptspiel zum Beispiel, zumindest. Das Hauptspiel zumindest. Wenn man das so an sich kauft ohne DLCs, ist das jetzt hier zu Ende. Wir haben die Complete Edition. Deshalb geht es für uns jetzt noch weiter. Aber für alle, die es nur normal gekauft haben, ist das jetzt hier der Ende. Das Ende des Abenteuers. Und auf jeden Fall auch für uns das Ende des Abenteuers von Six. Das war Six kleine Wanderung. Ja, so klein war sie nicht, die Wanderung. Six war klein und die Wanderung nicht. Die Wanderung war ziemlich groß. Die erschwerliche Reise vom Hausmeister durch die Köche, durch die Küche an den Köchen vorbei. An gefräßigen Fettsäcken, die kleine Six, obwohl sie nur Haut und Knochen war, verspeisen wollten. Vorbei an der Herren, an der Madame, an der Lady, wie man es auch nennen will, eine Hexerin. Der haben wir uns vorbeigeschlichen und am Ende scheinbar ein Teil oder vielleicht sogar ihre gesamte Energie, ihre Zauberkraft aufgefangen. Und waren dann selbst so ein bisschen Herren. Da haben dann mit unserer Zaubermagie, mit unserer Kraft da die Gäste, die uns verspeisen wollten,
noch aus dem Weg geräumt. Sind wir jetzt in der Freiheit oder was? Das letzte Bild war ja, wie wir dort oben die Treppe hinauf und ins helle Licht gegangen sind. Ist das das Ende? Es ist auf jeden Fall das Ende, weil wir sehen die Credits, aber ist die Six nun in Freiheit? Das ist jetzt die große Frage. Ist sie entkommen? Sind wir frei? Tja, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch eine Auflösung kriegen werden, aber wenn nicht, schreibt ihr mal, wie es jetzt weitergeht. Ich meine, wir haben es ja gesehen, die war ja auf dieser Art kleinen schwimmenden Insel drauf. Und wenn sie da jetzt rauskommt, wenn sie da jetzt runterkommt, jetzt ist sie nur hoch ins Licht gegangen, sie ist zum Ausgang gegangen. Kam sie da jetzt runter von der schwimmenden Insel oder wie sieht das jetzt aus? Hat sie da irgendwie, ist sie aufs nächste Boot drauf und mit dem nächsten Boot davon gefahren oder ja, mit ihrer Zauberkraft, mit ihrer von der Meisterin übernommenen Magie? Vielleicht ist sie da jetzt, hat sie jetzt den Captain erledigt und ist da mit dem Boot nach Hause gefahren oder wie? Und was ist überhaupt zu Hause? Hat die kleine Six ein Zuhause oder ja? Wie sieht das aus? Wo kann sie jetzt hin, wenn sie da raus ist? Viele Fragen, die wahrscheinlich hier auch noch unbeantwortet bleiben. Wer mal ein bisschen Kreativität hat, der kann die Fragen nie mal beantworten. Nachher bei den Streamaufzeichnungen. Und jetzt im Chat. Schreibt mir mal in die Kommentare, macht das mal. Wenn ihr genug Kreativität dafür habt, wenn jemand da Lust drauf hat, einfach mal einen langen Kommentar zu schreiben. Wie geht's jetzt weiter mit der Six? Wie könnte es jetzt weitergehen? Vielleicht erfahren wir das auch bald, weil es ist ein zweiter Teil angekündigt von Little Nightmares. Erzählt Little Nightmares 2 vielleicht die Geschichte, wie es jetzt an diesem Punkt weitergeht, wie sie jetzt aufs nächste Schiff draufkommt und dann vom nächsten Schiff wieder weitermachen muss, wie sie dann halt, oder wenn sie an Land jetzt, ich weiß nicht, vielleicht spielt Little Nightmares 2 auch an Land. So genau habe ich mir das noch nicht angeguckt. Es ist noch nicht veröffentlicht, das Spiel ist noch nicht raus. Das Maximalste, was man gucken könnte, ist ein Trailer. Da wird es vielleicht schon irgendwie erfahrbar sein, so ein bisschen schon angeteasert sein. Es geht auf jeden Fall noch weiter in Teil 2 mit der lieben Six. Ja, solange Teil 2 noch nicht raus ist, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so für Ideen hättet, wie es damit weitergeht. Und auch wenn Teil 2 schon raus ist, könnt ihr jetzt mal ja noch Alternativabenteuer. Ich meine, Teil 2 wird ja dann die offizielle Fortsetzung sein, aber könnt ihr euer alternatives Teil 2 Abenteuer, wie geht's jetzt weiter? Wie würdet ihr euch das wünschen? Wie wär euer Six-Abenteuer? Euer zweites Abenteuer für Six? Würdet ihr jetzt ein Happy End haben für sie? Hättet ihr gern ein Happy End? Oder wollt ihr ein zweites Abenteuer? Wollt ihr, dass es weitergeht und dass ihr nochmal auf einem nächsten Schiff oder an Land weiter Abenteuer erlebt und vielleicht mit ihren neuen Kräften stärker als sie zuvor ist und größere Gegner und größere Feinde bezwingen und denen entkommen kann. Fragen über Fragen. Und die Musik kennt ihr aus der Endcard.
Und aus dem Vorspann-Ding, das dich habe ich benutzt für. Für die Wartemusik. Little Nightmares. Das war Little Nightmares. Das Hauptspiel. Aha. Eine Art Turm. Danke fürs Spielen. Danke fürs Zuschauen. Ja, es geht jetzt direkt weiter bei mir mit den DLCs. Aber erstmal für das Hauptspiel sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Danke für mein Let's Play Zuschauen. Danke, ja, fürs Mitspielen in gewisser Weise. Ja, dann klicken wir mal auf Weiter und beenden dieses Spiel und beginnen ein neues Abenteuer. Zurück.